Hallo Hansa-Fans, es ist wieder Quiz-Taxi-Zeit und heute mit zwei absoluten Frischlingen, mit Nils Körber und Theo Martens. Ja, Nils, haben dich deine Teamkollegen schon vorgewarnt, was dich heute hier erwartet? Ich habe das eine oder andere schon erfahren dürfen, aber grundsätzlich wollte ich mich eigentlich überraschen lassen. Gut, das wird auch so die Überraschung. Theo, direkt von der Schule hier heute zum Quiz-Taxi. Was meinst, was wird schwieriger, die Mathe-Klausur oder die Quiz-Taxi-Fragen? Ich denke, Quiz-Taxi sollte ganz schön schwer werden, aber Mathe ist jetzt auch nicht so einfach. Gut. Du meinst, Quiz-Taxi wird schwer und ich kann dir darauf nur antworten, völlig zu Recht meinst du das. Los geht's. So, Quiz-Taxi, los geht's, Kategorie Rostock. Und wir starten ja einfach. Wie heißt ein, auch über die Landesgrenzen hinaus, bekannter Rostocker Rapper? Ist es A, Bushido, B, Kasper, C, Sido oder D, Materia? Achso, müssen wir jetzt einmal hier anklicken, oder was? Ich denke mal, das ist relativ einfach. Nee, ihr dürft antworten, aber die Fragen dürft ihr. Ach, kann man nicht einloggen, ja? Nein, das wäre eine hochprofessionell. Ja, D. Weißt du das? Ja, D. Guter Freund von uns, ne? Ist jetzt auch wieder im Ostseestadion. Ja. Also freuen wir uns schon drauf. Also, auf jeden Fall. Entscheidet euch für Antwort D, Materia. Und natürlich ist Materia richtig. Erster Punkt. Yes, baby. So, und damit... Nils, deine Angst, dass man bei null Punkten enden könnte, die ist dann damit schon genommen. Ne? Ja, sehr ja richtig. Theo, hast richtig gesagt, Materia wieder im Ostseestadion. Und da sind wir auch schon gleich bei Frage 2 und Kategorie 2, dem Ostseestadion. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr darauf die Antwort wisst. Wie viele Bratwürste werden ungefähr bei einem normalen Heimspiel im Ostseestadion verkauft? Sind es A, ca. 1000? Sind es B, ungefähr 5.000? Sind es C, 10.000? Oder sind es D, 19.650? Durchschnittlich? Ja. Normal im Stadion voll ist 27,5. Stadion ist ja fast immer voll ausverkauft, jetzt. Deswegen war die Zahl auch ungefähr gleich. Wie viele haben wir für Bratwurst sein? 19.650, glaube ich, nicht. Ist zu viel, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Ist zu viel, ne? Ist zu viel. 10? Also ich würde schon sagen, die Hälfte mindestens, oder? Also ungefähr die Hälfte. Also, ja. Das Problem ist ja, wir haben 5 und 10. Obwohl. Also 1000 ist zu wenig, auf jeden Fall 5. Da kann ja auch mal sein, dass einer 2 nimmt. Was machen wir dann? Ja, deswegen ja. Deswegen kann ja auch. 19 glaubst du gar nicht? Nee, ist zu viel. Bei 27.000 Menschen. Ich weiß nicht, haben sich so viele in der Bratwurst? Ganz ehrlich, jetzt auf Ernst, ich weiß nicht. Ihr habt ja auch. Du sitzt, wenn du im Schaden bist. Stimmt. Hat jeder. Fast jeder eine Bratwurst in der Hand? Nee. Aber gut, also wenn du sagst... Ich würde sagen C. Okay, ich gehe mit C mit. Ja, sagen wir einfach C. Wir locken also C B ein, oder C, glaube ich. A ist zu wenig, 1000 ist zu wenig auf jeden Fall. Man könnte das ja noch mit einem Joker abklären. Es gibt ja 50-50, es gibt einen Telefon-Joker. Wobei das natürlich schwierig ist als Telefonjoker. Telefonjoker ist Quatsch. 50-50 können wir machen. Ich sag dir, es ist B oder C. Wenn wir 50-50 machen und auf einmal und B oder C fällt raus, dann... Also willst du mir sagen, dass du bei der zweiten Frage ein 50-50 nehmen willst? Ist es so auch kategorisch... Es wird schwerer, oder, David? Ist die Reihenfolge so, dass es... Ach so, okay. Ja, dann lass mal 50-50 Joker nehmen. Ich sag, aber was denkst du nicht? Ich sag's B oder C. Also. Ich hätte jetzt C oder D gesagt, persönlich. Also 5 auf gar keinen Fall, ist viel zu wenig. Dann C, Budi. 19.650 ist für mich zu viel. Also ich würde sagen C. Okay, dann nehmen wir C. Nicht nochmal sicherheitshalber. Nein, Abi will uns verarschen. Nein, aber C. Bei Frischlingen helfe ich ja mal ganz gerne zu Anfang. Vielleicht doch nochmal. Die kann ich mal mit 50-50 nehmen. 50-50 Ich weiß nicht. Ne? Was sagst du denn? 50-50 oder C. Also. Ja, dann das C nehmen. Okay, wir nehmen C. Auch mal Glück haben im. Einfach auch mal Glück haben im Leben. Gut. Sie hoffen auf einfach mal Glück haben im Leben. Und natürlich ist 1000 zu wenig, das ist klar. 19.650 ist ein bisschen viel, zwar eine schöne Zahl. Und die richtige Antwort: Es werden im Schnitt ungefähr 5000 Bratwürste verkauft. Ja, das ist natürlich perfekt. Ja, aber bei der Probefrage im Team, muss man sagen, lagen alle falsch. Die meisten lagen bei 10.000 so. Aber wir haben ja auch noch Fischbrötchen, was die Leute kaufen können. Ne? Es gibt ja, glaube ich, inzwischen auch vegane Sachen. Es gibt andere Esssachen sozusagen. Ich hätte wirklich gesagt, dass 5 zu wenig sind. Ich hätte auch 100% 5 zu wenig gesagt. Wir haben die Zahlen von unserem Caterer dafür erfragt. Betrug. Ja. Gut, aber die nächste Frage ist eine Fußballfrage. Die fällt euch deutlich einfacher natürlich. Und zwar geht es um weltweite Fußballrekorde. Wo liegt der Rekord
für die schnellste rote Karte der Welt? A. 0 Sekunden, B. 1 Sekunde, C. 2 Sekunden oder D. 3 Sekunden? Ey, das war vor kurzem erst, glaube ich. Ja? Ja, also hier war das schon? Ich habe das gerade im Internet gesehen. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, wie lange das war. Ah, ich habe es auch gesehen. Anstoß und direkt klack. Bab. Ein Weckegerätsch, rote Karte. Also, ich, also persönlich schwierig, jetzt zu sagen. Wie war deine schnellste rote Karte, Theo? Ja, das. Sprechen wir nicht drüber. Ja, das ist ja wieder so. Das ist ja. Also 0 geht nicht. 1 schwer wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es wieder C aber oder D. Sag, guck mal, du hast ja vorhin Anstoß. Ja. Wenn er den Ball anspielt, der direkt 1, durchsprintet und ihn direkt umgeht. Ich habe es auch gesehen, ich weiß nicht. Also ich sag 2. Ich brauche einen Joker. Ja, aber welchen? Ja, 50-50 oder? Obwohl, nee. Ja, ist auch schön. Was haben wir 50-50? Telefonjokers auch und auf der Straße fahren ist alles Quatsch. Ist auch Quatsch, alles Quatsch. Ja, ich sag C oder D. Quatsch. C oder D. 2 oder 3 Sekunden, eines. Wollen wir dann lieber 2 nehmen? 2. Weil 3 Sekunden ist schon wieder so lang. Nee, 1, 2, 3, klatsch. Das ist zu lange. Du meinst, er spielt an, er läuft direkt durch und haut ihn weg, ne? Zack, 2 Sekunden. Ja, 2 Sekunden. Vielleicht doch nochmal einen Joker nehmen? Ja, wie? 50-50 könnte sich vielleicht anbieten da. Ey, boah, ich wollte echt nicht mit einer Frage hier rausgehen, ne? Mit einer richtigen. Ja, ich meine, vielleicht kann man den Joker dann woanders benutzen. Vielleicht hat man also den Joker aber auch zum Schluss umsonst. Zählen wir mal durch. Also 21, 22, 23. 3 ist zu lang. 3 ist zu lang. Oder? Ja, ja, ja. Ich habe die Szene auch gesehen, ich weiß nicht. Er läuft durch und batz. Er läuft, er spielt an und das erste, was er macht, er läuft einfach durch und haut ihn weg. Also es ist 1 oder 2 Sekunden. Wie ist denn das, wenn es 1 Sekunde und 30 Sekunden ist, ist es auf- und abrunden, oder? Wie zählt doch eine Sekunde, wenn es eine Sekunde ist. Wenn jetzt 1,9 ist, ist das dann bei euch 2 oder noch eine Sekunde? Das ist 2. Ja, okay, dann. Dann kann ich aber auch wieder sagen, es ist 3 Sekunden. Ja. Weil wenn es dann 2,7 ist und die Runden auf, dann haben wir... Also eine nicht. Sagen wir, ist es nicht. Nee. Eine ist zu kurz. Aber was machen wir, wenn er 50-50 Joker macht und dann kommt halt... 2 und 3. Ja, dann mach 50-50, komm, wir machen 50-50. 50-50. Muss er auf. Ja, 50-50. Ja, 50-50. Ihr nehmt den 50-50 Joker. Mach einfach am besten 0 und 3, Arvid. Dann ist Fallen weg. B und C. Es bleiben übrig A und D. Dann D, oder? Oder haben wir gerade was falsch? Oder was? Ey. Man könnte manchmal auf der falschen Spur sein. Oder meinen wir die Szene, die jetzt passiert ist? Aber selbst wenn, wie also willst du schneller... Es ist eine andere Szene, es ist nicht die, die ihr gerade im Kopf habt. Sagen wir, wie willst du schneller eine rote Karte bekommen? Die Szene war 1999 und es war der Jamaikaner Walter Boyd, der diesen Rekord seitdem hält. Ja, okay, dann safe 0. Dann war es so 0,5 oder so, Bruder. Wie willst du das denn machen? Keine Ahnung, aber... Vorm Spiel rote Karte kriegen, weil einen Kopfnuss gibst im Tunnel oder was? Ist dann 0 Sekunden zählt das als 0? Würde es als 0 Sekunden zählen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, weswegen Walter Boyd eine rote Karte gekriegt hat. Ja, weil das, was wir über die rote Karte, die wir gesehen haben, ja, ja. Die war, die würde sich so in dem Bereich dieses 1, 2, und wenn er sagt, das ist nicht die schnellste, dann würde ich sagen 0. Aber es vor dem Spiel irgendwie im Tunnel beim Einlaufen hat er einen umgetreten. Oder so. Keine Ahnung. Ey, aber 0 Sekunden ist halt auch ein Brett, ne? Weil 0, vielleicht sind, lachen die uns dann auch alle aus, weil wir einfach 0 gesagt haben. Log ein. Ihr lockt A 0 Sekunden ein. Kirby. Ja. Kirby ist sich sicher? Nein, ich bin mir nicht sicher, aber. Theo ist sich sicher. Also, wir locken jetzt A ein. Wir locken A ein. A 0 Sekunden. Walter Boyd, der Schiedsrichter, hat in der 60. Spielminute das Spiel unterbrochen. In dieser Unterbrechung wurde Walter Boyd eingewechselt. Er lief aufs Feld, knockte mit dem Ellenbogen seinen Gegenspieler um. Der Schiedsrichter, bevor er das Spiel wieder angepfiffen hatte, gab die rote Karte. Walter Boyd musste runter und danach wurde das Spiel wieder angepfiffen. Deswegen niemals. Liegt es bei 0 Sekunden. Die Antwort ist richtig. Ich wäre niemals. Ich hab's eingeloggt. Genau. Ja. Also gerade so ins Ziel gerettet. Ja. Unwahrscheinlich, aber. Wichtiger 50-50-Joker in meiner Meinung. So. Und jetzt eine meiner Lieblingskategorien: die Kategorie Plattdeutsch. Plattdeutsch ist die Sprache der Alten hier, Nils. Platt spricht von ja auch so in anderen Gegenden, aber wir haben Mecklenburger Platt. Und die Frage ist, wer oder was wird scherzhaft Piekschapp genannt? Ist es A, ein Fernseher, B, eine Brille, C, jetzt wird es dunkel hier, ein Leuchtturm oder D, ein Fausthieb? Also ich sag dir, wie es ist. Weißt ich habe keine Ahnung.
Kekschab. Kekschab, was, was, welche Worte könnten da drin versteckt sein? Gucken. Gucken. Kicken. Kicken. Ja, guck mal, du sagst gucken und ja. A, B und C hat was mit gucken zu tun. Das ist ja durchaus gewollt, Theo. Ja, gucken. Schab, was ist ein Schab? Also ein Telefonjoker? Also ich weiß, gibt halt Optionen, ne? Ja, da machen Telefonjoker, also irgendeiner der Plattdeutsch, ich kenne keinen der Plattdeutsch, kann wer kennen. Also zum Beispiel mein Opa spricht noch gut Plattdeutsch. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Ja, ruf ihn an. Rufen, ne? Sollen wir anrufen? Ruf ihn an. Ja. Gucken wir mal, ob er reingeht. Also ich kenne keinen. Hallo. Hallo Oma, hier ist Theo. Theo. Oma, ich bin gerade bei Hansa auf, sondern also wir lösen gerade Fragen. Ja. Und ist Opa in der Nähe? Ja, sag mal. Okay, ich warte. Sag jetzt. Hört Opa? Ja. Sehr gut. Wir müssen die Frage lösen auf Plattdeutsch. Wer oder was wird scherzhaft Kekschab genannt? Also wir haben Auswahlmöglichkeiten. A ist ein Fernseher, B ist eine Brille, C ein Leuchtturm und D ein Fausthieb. Kekschab. Wir dürfen nicht googeln, das ist der Telefonjoker, den wir haben. Der Kick ist Google. Ja, richtig. Jetzt haben wir drei Auswahlmöglichkeiten. Einmal Fernseher, Brille oder Leuchtturm. Nee, dann ist es die Brille. Ein Kekschab. Ja, weil ein Schab heißt eigentlich Schrank, Theo. Okay. Da hat sie recht. Also Schab ist Schrank. Jetzt müssen wir nur. Okay, dann Der googelt Wetten, der Opa googelt. Nein, nicht googeln, nicht googeln. Wir dürfen nicht googeln. Ja, aber es ist nicht. Also gucken und Schrank. Also gucken und Schrank. Ja, dann ist es doch Fernseher, oder nicht? Ja, aber dann wäre es doch ein Fernseher, oder nicht? Ja, ich würde auch sagen Fernseher. Fernseher, oder nicht? Ja. Ich würde Fernseher sagen. Gut, Opa, danke. Jo, so dann auch sein, ne? Hoffen wir mal. Bis später. Tschüss. Also Kiek ist gucken und Schab ist Schrank. Wissen wir. Reingucken. Fernseher? Ja, die sagen Fernseher, dann okay. Geht es nicht auf unserem Mist. Ja, also Fernseher A. Also ihr entscheidet euch für A, den Fernseher. Und die Oma hat es zumindest richtig gesagt. Nein. Gucken und Schrank. Und früher waren die Fernsehgeräte ja tatsächlich immer in einem Schränkchen drin. Und es ist richtig, es ist ein Fernseher. Wir sind so stark. Ruf nachher deine Großeltern aber an und sag, dass sie richtig lagen. Das gibt einen Strauß Blumen. Ne? Richtig, gut. Also, muss man sagen, es wird nicht häufig richtig beantwortet, die Frage. Sehr schön, na bitte. 3 Punkte habt ihr so doch schon. 3 von 4. So, und schon jetzt. Ja, reicht aber schon, wir können aufhören. Nein. Jetzt wird es ja ein bisschen kitzelig. Ja. Und zwar sind wir bei Frage 5. Die Kategorie ist Regelwerk. Die bekommen wir immer von unserem Bundesliga-Schiedsrichter Florian Lechner gestellt. Die Frage, insofern ist sie auch höchst richterlich geprüft. Der FC Hansa läuft bei minus 10 Grad im Ligaspiel mit einem blauen Trikot mit weißen Ärmeln auf. Welche Farbe dürfen die Unterziehtrikots nach aktuellem Regelwerk haben? Das ist richtig schwer. Ist es A blau, B weiß, C blau oder weiß? Oder D, die Farbe ist vollkommen egal, Hauptsache Spieler sind alle einheitlich. D ist Quatsch. D ist Quatsch, weil du darfst ja nicht mit Pink dann auflaufen. Alle haben Pink, ja gut, das stimmt. Das ist Quatsch. Das Ding ist, was ich gerade sagen wollte, wir haben ja zum Beispiel Torwarttrikots, das lange ist einfach durchgehend grau. Ja. Das kurze sind die Ärmel schwarz und das Unterzieh ist grau. Also warum? Das muss ja einen Grund haben, warum es nicht schwarz ist. Also, wie sind die Ärmel? Beim Torwarttrikot sind die Ärmel schwarz. Ne, hier ab der Schulter ist es schwarz, genau. Und der Rest ist aber grau. Genau, und die langärmlichen sind auch grau. Ja, genau. Das heißt, wenn wir jetzt gucken, blaues Trikot mit weißen Ärmeln, das heißt ja, blaues Unterzieht-T-Shirt. Ja. Ja, also wenn das so wäre. Wenn es so wäre, laut dem Torwarttrikot, ja. Und was ist aber, wenn man beides darf? Blau oder weiß. Aber es kann keine Regel sein, dass die Farbe, die das Trikot hauptsächlich hat, also dass du das anziehen dass musst. Dass du das als Ärmel tragen musst. Und dann wäre es ja aber blau. Ja, da wollen wir blau. Aber haben wir weiß? Nein. Warte mal. Wir haben doch. Nein, wir haben keine weißen Unterzieht-T-Shirts. Wir haben immer blaue gehabt, letzte Saison auch. Aber was für eine Farbe vom Trikot aber? Auch blau. Weil ihr ein rein blaues Trikot hattet. Ja, aber es geht darum, wenn die Ärmel eine andere Farbe haben.
Nur die Ärmel, nur hier, wenn das jetzt weiß. Aber bei den Torwarttrikots ist es grau. Wieso soll es bei Torwarttrikots anders sein als bei richtigen, normalen Trikots? Weißt du, wie ich meine? Also wieso so? Aber ich könnte mir halt auch weiß vorstellen. Weißt du? Ah, ich würde halt mit Blau gehen, weil es mehr Sinn macht, oder nicht? Also ich glaube nicht, dass Blau oder Weiß geht. Also oder halt alle einheitlich dann, ne? Blau oder Weiß? Alle einheitlich weiß oder alle einheitlich Blau. Da ist nur die Frage, muss es jetzt Weiß sein? Muss es Blau sein? Oder kann es Weiß sein? Blau oder Weiß sein? Du hast richtig gesagt, bei einem rein blauen Trikot habt ihr die blauen liegen gehabt. Dann lass uns Blau oder Weiß nehmen, oder? Was soll ich dir sagen? Aber du gehst doch bei einem Torwarttrikot. Ja, bei einem Torwarttrikot ist es so, dass hier ab hier ist schwarz und das ist aber grau dann. Keine Ahnung wieso. Weiß ich, ob das einen Grund hat. So. Können wir es schwarz machen? Oder vielleicht darf man es nicht. Das ist ja die Frage, ob man es darf oder nicht. Wir haben noch einen Joker, ne? Wir dürfen nur noch einen Passanten fragen, richtig? Ja, genau. Ja, das war's. Ja, das lassen wir auch hier. Den Telefonjoker hättet ihr gehabt, weil einer weiß es ganz sicher, es wäre unser Zeugwart ja gewesen. Ne? Aber da hätten wir das andere auf gar keinen Fall gewusst. Ja gut, aber nee, weil ich, nee, das, dann, warte mal. Ich sage, geht auf meine Kappe jetzt. Ja, dann sag ich. Liege spielen mit blauem Trikot, mit weißen Ärmeln. Ich sage, es muss blau sein, weil ich habe mich über das Unterzieher beschwert, dass der Stoff so komisch ist, bei dem Grauen. Und da hätte ja Andi gesagt, ja, dann nimm noch das Schwarze, weil das ist ein anderer Stoff, wenn es gehen würde. Aber er hat es nicht angesprochen, also okay, geht es wahrscheinlich. Gut, dann nehmen wir das. Ja. Also was habe ich jetzt gesagt? Blau hast du gesagt. Wir gehen mit Blau. Kirby ja, sagt 100% Blau. Nicht 100, ja. 95. Kirby ist sich sicher. Mach Blau. Kirby ist sich sicher mit Blau, aber Kirby kennt sich ja nur mit Torwarttrikots aus. Insofern locken wir jetzt A Blau ein. Oder? Aber warte mal. Nein, Spaß, wir nehmen Blau. Will uns verarschen? Ja, der will uns verarschen. Ich kenne das doch. Ja? Ich weiß doch, wie unser Abi drauf ist. Gut, dann locken wir A Blau ein. Und, also Theo, es war richtig, bei einem rein blauen Trikot, blaue Unterziehtrikots. Ein rein weißes, rein weiße Unterziehtrikots. Jetzt haben wir aber ein blaues mit weißen Ärmeln. Und das Unterziehtrikot muss ich irgendwie mit den, ja, du sagst es schon, mit dem richtigen Trikot muss da was konform gehen und deswegen ist in diesem Fall wäre die richtige Antwort gewesen C, blau oder weiß. Knapp daneben. Gut, aber wir sind immer noch bei drei richtigen Antworten und noch könnt ihr auf die... Ich bin sauer auf Andi. Komm. So, und jetzt ist was, das ist, da kennt ihr euch bestimmt mit aus, es geht um den Hansa Fanshop. Der Hansa Fanshop. Jede Saison gibt es im Hansa Fanshop eine neue Badeente. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine Badeente. A, die eindeutig ein Mädchen ist. B, die einen Vollbart hat. Ich hab's sogar gesehen irgendwo. C, niemals. Die sich im Wasser in Badesalz auflöst. Kurz gesehen. Oder D, die Ente ist in diesem Jahr ein Schwan. Ey. Ach, wir haben keine Telefonnummer aus dem Fanshop. Also ich hab die gesehen. Wenn wir keinen Passanten-Joker, könnt ihr natürlich einen zweiten noch anrufen, ganz klar. Okay, okay. Weil im Moment sind keine Passanten hier. Nee. Wen könnte man anrufen oder was würdet ihr denn sagen? Oder wir fahren den Fanshop anrufen. Oder wir fahren kurz einfach am Fanshop vorbei. Ey, kann man nicht den Fanshop anrufen? Doch, bestimmt. Da rufen wir den Fanshop an, komm. Also ich habe keine Ahnung. Also Avi, das wäre natürlich jetzt ein bisschen gemogelt, aber... Nö, das ist nicht gemogelt. Ist das, anrufen dürfen wir? Natürlich. Ja, dann ich schau mal, ob man das machen kann, oder? Google mal Fanshop und dann rufen wir an. Ah, hier ist Theo. Hier, ich glaube, ich darf dich mal anrufen. Ich habe eben telefoniert. Jetzt darfst du. Bitte auf laut. Hallo. Soll ich in deinen Namen anrufen? Naja, nee, sag Nils Körber. Wer ist das? Die gewählte Nummer ist nicht. Ey, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Hansa Rostock Fanshop. Ich habe jemanden aus dem Fanshop, wenn du den denn haben willst. Tatsächlich? Ja, René hätte ich auch anrufen können, stimmt. Na, Langschwager. Hey, hier ist Nils Körber. Wir sitzen im Quiz-Taxi. Wir haben unseren Telefonjoker. Wir haben eine wichtige Frage. Ich hoffe, du kannst sie. Ich hoffe, du kannst sie beantworten. Herzlichen Glückwunsch. Schauen wir mal. Wie sieht denn die Badeente aus? Nein, gib mir bitte Antwortmöglichkeiten. Ach so, ja. Jede Saison gibt es im Hansa-Fanshop eine neue Badeente. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine Badeente. A, die eindeutig ein Mädchen ist. B, die einen Vollbart hat. C,
die sich im Wasser als Badesalz auflöst, oder D, die Ente ist in diesem Jahr ein Schwarm? Dann würde ich mal ganz klar A sagen. A? Ja. Sie heißt nämlich Badeente Lady. Oh, ah, das ist natürlich schön. Ja, Dankeschön, damit haben wir einen Punkt mehr. Danke. Jetzt haben wir einen Punkt insgesamt. Für den guten Track, herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke, René, super, ne? Danke dir. Schönen Tag noch. Danke, ciao. So, also, dann, wenn man den Fanshop direkt anruft. Dankeschön. Ist halt ein Top-Telefonjoker. Ist einer der besten Telefonjoker, den man hat. Und ihr sagt, die Badeente ist in diesem Jahr ein Mädchen. Und natürlich haben wir die Badeente auch hier. Und ihr dürft selber einmal angucken. Die Antwort ja, okay. A. Das ist schon richtig, es ist die Lady. Damit den vierten Punkt mit ich dem richtigen. Ich hab die sogar gesehen. Siehste. Aber ich konnte mich nicht mehr erinnern. Ich hab's nicht mehr. Aber sehr gut. Aber ich habe gesagt, es löst sich nicht im Badesalz auf, weil es Gummi ist. Also, du hast schon im Kopf gehabt. Genau. Theo, du bist ja der Jüngste, du kannst dann die Badeente nachher mitnehmen. Weißt super. Du kannst dich freuen, zu Hause mit der Hansa-Badeente einmal baden gehen. So, und da sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt. Und die ist natürlich für euch die einfachste von allen, weil es geht um einen eurer Mitspieler. Ihr müsstet jetzt das Bild schon sehen, was euch da eingezeichnet ist. Und ihr sollt mir einfach nur sagen, wer ist das? Boah, Bruder, ganz schwer. Ist doch eindeutig zu erkennen, Jungs. Ach, jetzt bin ich in der Hucke. Meinst du das ernst? Ich finde das übertrieben schwer gerade. Also, es ist echt richtig, richtig schwer in meinen Augen. Wird das Bild auch eingeblendet für die Fans? Ja, die sehen es auch zu Hause natürlich. Damit die nicht denken, hier, dass es einfach ist. In welche Richtung könnte es denn gehen? Aber guck mal, wenn du genau ins Gesicht guckst, finde ich. Ja, sag mal was. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung es denn gehen kann. Also euch beide könnt ihr ja schon mal ausschließen. Ja. Ne? Gut, dann haben wir nur noch. Ich hätte jetzt gesagt Kirby. Ich finde im Gesicht, Gesichtszüge sehen. Bisschen aus wie unser Reiher. War sie? Wenn du ein bisschen aufs Gesicht. Guck mal, nimm nur das Gesicht und setz das jetzt hin. Findest du nicht? Oder ich bin halt komplett lost. Oder halt. Nee, Rossi nicht. Rossi war doch im letzten Video. Rossi kann es auch nicht sein. Ah, gut. Rossi kann es auch nicht sein. Nicht schlecht. Rossi war im letzten Video. Rossi ist auf gar keinen Fall. Wie gesagt, Johnny, aber Johnny ist auch Quatsch, oder? Nee, Johnny ist. Das ist ganz großer Quatsch. Oder? Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ist doch heute nicht schön. Sorry. Nee, doch nicht gezeichnet. Nee. Etwas ganz Wildes reingeworfen? Rick? Nein. Nee, auf gar keinen Fall. Auf überhaupt gar keinen okay, Fall. Okay, dann sagen wir Parsi. Ich hab wirklich. Also, pass auf, nein, aber ganz ehrlich, wenn du. Guckst, aber wir sind ja noch nicht da, wir haben ja noch Zeit, ja. Überlegen noch. Ja, wir fahren jetzt direkt zurück und dann, wenn wir da sind, sagen wir es. Ja, guck mal bitte direkt ins Gesicht. Du guckst nicht mal hin. Doch, ich muss was anderes. Oder wolltest du Passanten fragen jetzt? Ja. Ich glaube, die können euch dabei nicht helfen. Ich glaube auch nicht. Vielleicht treffen wir noch einen Mitspieler von euch. Der zufällig so aussieht. Aber ich persönlich sehe, ich finde, das sieht eher nach Pascal aus, ein bisschen. Einfach von den Gesichtszügen her. Also wenn du, weißt du, wie ich meine? Dieses, so guck mal, wie er lächelt. Lächelt er, finde ich, so heute noch. Ja, das hast du recht, ja. So, cool. Aber passen nicht komplett dunkle Haare? Wow, als Kind? Ja, als Kind ist es. Als Kind ist es sowieso anders als heute. Ja, das stimmt. Der Theo, du warst schon immer blond. Ja, okay, das stimmt. Aber ich bin noch nicht so alt wie Pasi. Das kann sich ändern. Ja, auf jeden Fall. Kann ich zu sagen. Oder willst du jetzt sagen, dass er keinen Bart hat? Also. Warte mal, ich würde. Ja, doch, ich würde auch sagen Pasi. Also findest du. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Das Lächeln ist schon typisch. Ich finde, jetzt wo man, wenn man es weiß, erkennt man das Lächeln. Das ist noch so wie heute. So wie heute, wenn er auf dem Platz beim den Kirby tunnelt. Aber also gehst du jetzt mit uns mit, Arvid, oder wie sollen wir das verstehen? Ich wurde noch nicht getunnelt. Ach so. Hä? Außer von Theo. Ja, ich wollte gerade sagen, da gab es schon. Jeden Tag, dreimal. Da gab es schon die eine oder andere Situation. Nee, nein, Pasi sehe ich auch auf jeden Fall. Weil wo willst du beim Kind? Du kannst ja nur auf das Gesicht gucken. Ja, ich sag dir ganz ehrlich. Ich freue mich, dass du mit meiner Entscheidung mitgehst. Ja. Der Mann hat natürlich das ganz typische Lachen. Was ich richtig
erkannt habe, würde ich mal sagen. Pasi. Dann Pasi, ne? Die richtige Antwort ist Pascal Breyer. Ja. Okay. Wie viel haben wir? Fünf? Herzlichen Glückwunsch. Fünf ist doch gut. Fünf ist sehr gut. Fünf von sieben? Fünf ist wirklich sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Pasi, das Lachen ist schon richtig. Das lacht genauso, lacht er heute auch noch. Ich wollte gerade sagen. Man sieht es dann. Können wir auf Auflösung? Haben wir Auflösung? Müsste die Auflösung sein. Ja, passt perfekt. Fünf richtige sind es geworden und damit 5 × 20 €, 100 Euro für den guten Zweck. Wohin das heute geht, ja, wer möchte, du zuckst schon. Theo hat heute die. Von allen Umschlägen ein. Von allen Umschlägen ein, genau. Nehmen wir den. Nehmt ihr den, zack. Einmal aufmachen und dann gucken wir, wer heute dran ist. Ja, kannst du ruhig. Das, jeder Umschlag ist ja nur einmal mit bei. So. Es geht an Wohltat e.V. unter anderem ja die. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Die Suppenküche und den Strohhalm haben, da gehen die 100 Euro hin. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht, oder? Das habt ihr ordentlich gemacht, ne? Muss man sagen. Oder was meint ihr zu Hause? Haben die beiden das ordentlich gemacht? Ja, die schnellste rote Karte, ne? Und 5000 Bratwürste, hättet ihr es gewusst? Tja, also, wenn ihr das besser gewusst hättet, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, hattet ihr wieder viel Freude beim Mitraten und Mitlachen. Ja, und ich hoffe, euch beiden hat es auch Freude gemacht, das war Nils. Es war erst was. War okay. Hat viel Spaß gemacht. Also dann, bis bald von dieser Stelle. Ahoi. Danke, ciao. Tschüss. Sehr gut.